Moin Moin Freunde des guten Geschmacks, ich muss einfach nur eins sagen, diese Serie ist einfach nur wow, wow, wow. Ja Leute, am 15.11.2019 ist diese Serie gestartet, eine Serienadaption von dem Bestseller, also dem Bestseller-Lyrik-Autor, sag ich mal, Victor Hugo, wie heißt er nochmal? Victor Hugo, richtig, Victor Hugo. Nach dem Roman Die Elenden oder Les Miserables. Diese Serie hat auf jeden Fall 8 Folgen an der Zahl, gehen 60 Minuten und hat natürlich auch einen sehr guten Cast. Wir müssen dann einfach mal sagen, Dominic West als John Valjean oder John, das sollen wir aussprechen hier, John Valjean und natürlich eine Fantine Lily Collins spielen da mit und einmal David Oviolo, der spielt den Javier, diesen Polizisten. Und ihr müsst vorstellen, ich habe ja diese Presse des Jahres bekommen von Universum Film. Ist eine BBC-Serie, die jetzt von 2018 bis 2019 abgeschlossen wurde und auch abgeschlossen ist. Es gibt nur eine Staffel über diesen Roman halt, der auch einfach ein bisschen, was mir gut gefallen hat, sehr tief in diesen Roman einsteigt. Es gab natürlich auch schon Filme, Musicals, also Filme mit Musical-Einlagen, alles Mögliche. Diese Serie verzichtet auch komplett auf diese ganzen Musical-Einlagen, was ich sehr gut fand. Auf jeden Fall. Er nimmt sich Zeit, um jede Figur oder jeden Charakter, sag ich mal, gut darzustellen. Nehmen wir mal Dominic West als Jean Valjean. Oder später, ich glaube, wie hieß er jetzt noch? Komm jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, wie dieser Wandel von einem Menschen, der am Boden ist, der wirklich in so einem schäbigen Pflaster ist, was damals in den 19. Jahrhundert wirklich so war. Das spielt ja nach Napoleons Krieg und zeigt so ein bisschen es ist irgendwie alles Mögliche drin, was Victor Hugo wirklich in seinen Roman reingepackt hat, und das wird hier auch dargestellt im Skript, in der Story. Der Autor hat einfach wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Ne? Ist einfach eine Sozialpolitik-Kritik so an dieser Zeit, was in Frankreich wirklich schiefgelaufen ist. Einfach dieses Gebilde halt von Reich zu Armen, was einfach sehr dermaßen hoch war, also groß war. Und man hat auch natürlich auch ethische Fragen, Ethik auf jeden Fall, und zu sagen, okay, du bist eine Hure, aber du bist nichts wert, so eine Art. Und dann stehst du oben, weil du nur Geld hast. Und das ist schon krass, was hier dargestellt wird. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und dann natürlich auch so, wie gesagt, die ganzen Charaktere. Sag ja, und wir haben auf jeden Fall Dominic West, der auch ein sehr guter Schauspieler ist. Und hier zeigt er nochmal die Facetten, was der kann. Wie er wandelbar ist, was er kann. Und er spielt diesen Charakter, John Valjean, in diesen 8 Episoden einfach nur meisterlich geil. Dann haben wir noch eine Fantine, das ist Lily Collins, die, ich glaube, 4 Episoden dabei ist. Das ist die Mutter von Cosette. Und die im späteren Verlauf wirklich tief abfällt. Man denkt anfangs, es könnte was werden. Und es heißt ja halt, übersetzt, Miserables heißt natürlich übersetzt, die Elenden. Und es ist wirklich das Elend perfekt so dargestellt einfach. Ne? Und das fand ich teilweise krass. Und die Serie ist an sich ja auch sehr bildgewaltig. Ich weiß nicht, die DVD hatte sehr ein schwammiges Bild. Vielleicht sollte es einfach auch so sein, so königes, schwammiges Bild zu der Zeit. Sehr so Sepia-farbenmäßig. Und man sieht einfach so diese ganze Story an sich und man taucht in diese Welt hinein, was Victor Hugo sich halt ausgedacht hatte. Und ja, Regie führt hier auf jeden Fall Tom Shankland, der ja auch schon mit anderen Projekten, sag ich mal, gute Erfolge erzielt hatte. Und BBC hat es einfach so gesehen alles hier produziert und hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Mit dem Autor, mit Tom Shankland und mit dem geilen Cast. Ja, Gesellschaftsbild habe ich angesprochen, sehr einfach, wo man sagt, boah, so war das damals gewesen. Gott sei Dank hat sich das, sag mal, gewandelt. Klar, gibt es für mich heutzutage immer noch Sachen, wo man sagt, das geht gar nicht so, das ist einfach schlecht. Aber diese Serie, die ja am 15.11. Jahr erschienen ist auf DVD und Blu-ray, Universum Film, hat sie jetzt halt vertrieben. Muss ich einfach sagen, müsst ihr euch anschauen. Eine sehr starke Serie, hat mich überrascht, hätte ich nicht gedacht. Und auch wenn sie auch, sag mal, sehr ruhig manchmal ist, zeigt sie einfach wirklich, was einfach drastisch damals falsch gelaufen ist. Und was wir auch vielleicht auf heutzutage verbessern können, sag ich mal. Ne? Dass man einfach auch nicht an den Menschen, dass der Mensch auch eine zweite Chance verdient. Das zeigt auch mal nochmal die Serie an sich einfach. Und ich bin ja auch dafür, das ist ja manchmal so, dass man natürlich auch ein Gauner vielleicht auch sich verbessern kann. Und wir sehen ja auch natürlich im Fall der Verlauf, die Tardiers oder wie die hießen, das waren so ein bisschen die Bösen, wie sich manche Menschen natürlich nicht verändern. Und
Einfach anschauen. Also, wenn ich eine Bewertung aussprechen würde, ich würde eine starke 8,5 von 10 geben. Verdient die Serie einfach. Les Miserables. Boah, einfach eine geile Serie. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt was schon von dieser Serie gehört habt. Wenn nicht, schaut euch die an. Wenn ihr mal Gelegenheit bekommt, die läuft irgendwie auf Amazon Prime oder so weiter, schaut da gerne rein oder kauft euch die am besten auf jeden Fall. Ja, ich bin raus. Lasst gerne ein Abo hier, lasst gerne ein Like hier. Bis dann und ciao und bam.